Der Ludwigskanal, korrekt Ludwig-Donau-Main-Kanal, stellte im 19. und 20. Jahrhundert eine durchgängige schiffbare Verbindung von der Rheinmündung bei Rotterdam bis zur Mündung der Donau im Schwarzen Meer her. Dabei verband er Main und Donau über Bamberg im Norden, Nürnberg, Neumarkt in der Oberpfalz und Kelheim im Süden. Jedoch gestaltet sich der Kanal heute ganz anders, als er ursprünglich geplant war. Er bietet wertvolle Naherholung für Mittelfranken, die Oberpfalz und Teile Niederbayerns. Der Ludwigskanal ist zum wichtigen Freizeitfaktor für die Bevölkerung geworden. Er erschließt ein wunderschönes Naherholungsgebiet für jedermann. Natürlich profitiert auch der Tourismus entlang des Kanales. Mit Rad- und Wanderwegen, Möglichkeiten zum Joggen und Angeln kann jeder sein Glück zur Entspannung am Kanal finden. Der Ludwigskanal steht seit 1973 unter Denkmalschutz. Wurden jedoch 17,5 Millionen Gulden, also 175 Millionen Euro, nur zum Spaß ausgegeben? Schon 793 nach Christus wollte Karl der Große mit der Fossa Carolina eine schiffbare Verbindung zwischen Altmühl und Schwäbischer Rezat bei Treuchtlingen herstellen. Nach anfänglichen Überlegungen im 17. und 18. Jahrhundert beauftragte König Ludwig I. von Bayern 1825 Heinrich Freiherr von Pechmann, Ingenieur, mit der Planung eines neuen Kanales. Dieser entschied sich für einen Stillwasserkanal, der bis Dietfurt im Süden die Altmühl und im Norden bei Bamberg die Regnitz nutzen sollte. Nach dem Erlass des Baugesetzes 1834 begannen am 1. Juli 1836 die Bauarbeiten. 10 Jahre später, am 15. Juli 1846, erfolgte die feierliche Enthüllung des durch König Ludwig I. gestifteten Kanaldenkmals am Erlanger Burgberg. Die Länge des Kanals betrug 172 Kilometer, wobei der eigentliche Stillwasserkanal hierbei auf 136 Kilometer beschränkt war. Der Höhenunterschied vom Main in Bamberg zur Scheitelhaltung von 187 Metern und der Höhenunterschied von der Scheitelhaltung hinunter zur Donau bei Kelheim von 79 Metern wurde insgesamt mit 100 Schleusen bewältigt. Der höchste Punkt des Kanales war an der Scheitelhaltung bei Neumarkt. Das Kanalbett war nur mit Tonerde und Straßenschlamm verdichtet. Die auf beiden Seiten angelegten Wege waren nicht Wanderwege, sondern Ziehwege für das Treideln, wo Pferde oder auch Menschen die Schiffe an einem 40 Meter langen Seil ziehen mussten. Auf der gesamten Länge des Kanales gab es 127 Brücken, Spitzbrücken oder Flachbrücken aus Holz oder Stein. Die meisten Treidelpfade gingen unter den Brückenbogen hindurch, um das Pferd nicht umspannen zu müssen. Am Kanal gab es 7 Häfen und 15 Anlandeplätze, genannt Lenden. Häfen waren größere Verbreiterungen des Kanals mit Lagergebäuden, Lenden meistens nur kleinere. Überall kamen Kräne der Spätschen Maschinenfabrik aus Nürnberg mit einer Tragekraft von 1,5 Tonnen gebraucht. Nun wurde ein kleiner Überblick gegeben. Doch was wurde eigentlich im Detail gebaut? Lust auf eine Spritztour? Willkommen an Bord der Google Earth Airline, Sichthöhe 300 Metern. Wir werden heute den Kanal überfliegen. Los geht's in Bamberg. Hier sehen wir alte Bilder des Kanalhafens in Bamberg an der Regnitz, die 7 Kilometer weiter nördlich in den Main mündet. Heute prägt und verschönert die Regnitz das Stadtzentrum, hier die alte Schleuse 100 zu sehen. Schiffbar gemacht war die Regnitz früher Teil des Ludwigskanals, hier südlich von Bamberg. Anhand der Schleuse 99 möchte ich beispielhaft nun die Funktion einer Schleuse erklären. Schleusen waren 45 Meter lang, 4,6 Meter breit und ließen eine Schiffslänge von 34 Metern zu. Hier zu sehen ist das Unterwehr mit den geschlossenen Schleusentoren. Die Schleusung bestand aus 3 Schritten. Das Schiff fuhr ein, die Schleuse wurde mit Wasser gefüllt und das Schiff konnte wieder passieren. Um nicht gegen den Wasserdruck arbeiten zu müssen, waren die Tore mit 2 Schützen ausgestattet. Diese konnte man durch Zahnrad und Stangengetriebe öffnen und schließen. Hier die Schleusenkammer noch einmal in Realität.
Die Schleusentore sind aus Eichenholz, wurden aber heute in den meisten Fällen entfernt, da sie morsch und baufällig wurden. Eine Schleusung dauerte 10 bis 15 Minuten und benötigte bis zu 510.000 Liter Wasser. Es wurde zur Wasserersparnis auch oft ein drittes Tor eingebaut, da bei jeder Schleusung ein Schleuseninhalt verloren ging. Hier zu sehen die zwei Stangen, die die Schützen in den Toren öffnen und schließen. Die schweren Schleusentore waren in den Mauern eingefasst. Aus der Schleuse ist heute eine Garage geworden. Nun verfolgen wir weiter den Verlauf des Ludwigskanals. Ab hier übernimmt der neue Main-Donau-Kanal die Trasse des alten Ludwigskanals. Wir passieren an alten Eckschleusen, die im Rahmen des Bau des neuen Kanals abgerissen wurden. Wir kommen nun zur Schleuse 96, die heute nicht mehr existiert. Der neue Kanal zieht sich gemächlich entlang des alten Kanals hin. Aus Schleuse 95 ist heute eine Straßenbrücke geworden. Schleuse 94 ist trockengelegt, heute ein Biotop. Wir nähern uns dem alten Kanalhafen in Forchheim. Hier die alten Lagerhäuser und die Verbreiterung des Kanals zu sehen. Heute ist Schleuse 93 ein Gebäude mitten in der Stadt. Wir fliegen langsam aus Forchheim hinaus und passieren dabei die Flüsse Wiesent, Trubach und Hechtbach. Der Ludwigskanal hatte mehrere Brückkanäle über diese. Ab hier verläuft die A73 auf dem früheren Kanalbett des Ludwigskanals. Schleuse 91 und der Brückkanal über den Kreuzbach sind heute kaum noch zu erkennen. Schleuse 90 vor Erlangen. Das Kanaldenkmal am Erlanger Burgberg, heute an der A73, stellt durch eine Allegorie die Verbindung von Main und Donau dar. Donau und Main für die Schifffahrt verbunden, ein Werk von Karl dem Großen versucht, durch Ludwig I., König von Bayern, neu begonnen und vollendet, 1846. Früher verlief hier nur der alte Kanal. Wir passieren Schleuse 88 und den alten Erlanger Hafen. Hier schneiden sich A3 und A73 im Autobahnkreuz Fürth-Erlangen. Wir passieren einen weiteren nicht mehr erhaltenen Brückkanal und weitere Schleusen. Nun sind wir am alten Kanalhafen aus Fürth-Poppenreuth angekommen. Wie für jede andere Stadt am Kanal auch, war der Hafen in Fürth ein wichtiger Freizeit- und Wirtschaftsfaktor.
Wir überqueren mit dem Dooser Brückkanal die Pegnitz und bahnen unseren Weg weiter Richtung Rothenburger Straße vor. Hier verläuft heute der Nordring. Bei der U-Bahn-Station Rothenburger Straße gelegen, sind wir nun am früheren Hafen in Nürnberg angekommen. Direkt am Plärrer gelegen war Nürnberg der wichtigste Kanalhafen mit einer Abmessung von 50 x 300 Metern und einem wichtigen Umschlagplatz für Güter aller Art. Hier das frühere, fast schon ländlich aussehende Gebiet um die Rampen. Wir folgen dem Frankenschnellweg an der Müllverbrennungsanlage vorbei und passieren zu unserer linken Seite den Dianaplatz. Mit dem Blick auf den Frankenschnellweg endet hier unser Flug des Nordteils. Ab hier betrachten wir den Mittelteil des Ludwigskanals genauer. Ab hier nehmen wir den Radfahrerweg Richtung Worzeldorf. Wir fliegen eine Schleuse weiter und treffen einen über 150 Jahre alten Kilometerstein, der uns 110 Kilometer bis zum Kanalende nach Kelheim ausweist. Hier ist der Kanal leider trockengelegt worden, ist nun aber zu einer Grünanlage umfunktioniert worden. Schleuse 74 ist heute zu einem Spielplatz geworden. An der Straßenkreuzung mit der Hauptstraße von Finkenbrunn treffen wir die Schleuse 73. Bis hier ist der Kanal noch trockengelegt. Hier der Blick auf die Spitzbogenbrücke in der Gartenstadt. Sie ist eine der wenig erhaltenen, raren Spitzbogenbrücken entlang des Ludwigskanals. Ab hier führt der Kanal Wasser. Infotafeln sind überall entlang des Kanals aufgestellt. Der Ludwigskanal bietet für die Gartenstadt wunderbare Naherholung. Nun fahren wir ein kleines Stück von der Spitzbogenbrücke bis zur nächsten Schleuse mit dem Fahrrad. Dieses Gebiet wird gerne von Joggern und Radfahrern genutzt, da es nah bei ihrem Wohnort liegt. In unserem Blickfeld nun Schleuse 72. Der Blick zurück auf unseren Weg. Schleuse 72 stellt den typischen Zustand der meisten Schleusen am Ludwigskanal heutzutage dar. Mit einem einfachen Überlaufwehr aus Beton am Oberwehr und entfernten Schleusentoren stellt diese Schleuse die Grundform der meisten Schleusen heutzutage dar. Der Blick Richtung A73 und der Anschlussstelle Nürnberg-Königshof. Hier kreuzt und unterbricht die A73 den alten Ludwigskanal.
Nach dem Queren der A73 kommen wir nun an der Schleuse 71 an. Hier hat sich auch ein kleiner Kiosk angesiedelt. Wir folgen nun dem Kanal weiter Richtung Nürnberg-Worzeldorf. Wir fahren ein kleines Stück bis zur Schleuse 70 mit dem Fahrrad am Ludwigskanal entlang. Schön ist eines der 69 Schleusen- und Kanalwärterhäuschen, die nach Musterplan gebaut wurden, zu sehen. Die dazugehörigen Grundstücke waren zum Gemüseanbau und zur Tierhaltung vorgesehen. Die Schleusenwärter und ihre Gehilfen waren für Bedienung der Schleusen und dessen Pflege zuständig. Natürlich kümmerten sie sich auch um die Pflege des Kanales. Die noch voll funktionsfähige Schleuse Nummer 69 im Worzeldorf vor der Lände wurzelt.